es muss jetzt ein bisschen schnell gehen, weil Klaus ist gerade hier. Und der bringt heute mein Caddy weg und wir bringen noch einen Twingo zum Schrottplatz. Ja, Batterie schon komplett ausgelutscht. Also den mal eben überbrücken. Ja, den Twingo wollte ich erst fahren, das hatte sich aber alles irgendwie erledigt. So, Klaus bringt den Twingo jetzt weg. In der Zeit habe ich eben Zeit, mein Radio, Verstärker und was ich da noch so drin habe, auszubauen. Und ja, den Twingo wollte ich damals fahren, aber da mussten noch viele Sachen gemacht werden. Bremsen, neue Batterie, Zahnriemen und er hat eine riesen Beule, da ist mal einer in den Kofferraum reingefahren. Ich weiß nicht, ob der TÜV das überhaupt abgenommen hätte, weil unten schon der Rahmen, das sah schon ein bisschen komisch aus. Und deswegen habe ich es sein lassen, deswegen haben wir den heute weggebracht oder bringen wir gerade weg. Und dann habe ich ihn auch gefragt, ob der gleich mein Caddy auch mit wegfahren kann, weil ich habe einen eBay-Kleinanzeiger geschaltet. Da haben sich so viele Leute gemeldet, da wollten auch welche herkommen. Ich stand dann hier immer und es kam keiner. Und jetzt Schluss. Ich kriege dann noch 50 Euro für. Das kommt dann in meine Kasse für das neue Auto. Ich habe zwei Autos in Aussicht. Mich hat gerade zufällig auch der andere angeschrieben. Und mit dem telefoniere ich heute Abend. Also ich hoffe, das klappt. Das ist mein Traumauto. Schauen wir mal, ob es wieder ein Caddy wird oder was anderes. Das habe ich auch damals alles nur so spontan eingebaut. Ich wollte das ja noch mehr ausbauen, aber gut, dass ich das nicht gemacht habe. Wasserkanister habe ich hier, den habe ich schon die ganze Zeit gesucht. Ja, da ging schon ordentlich Kaffee bei raus, bei rum. Puh, ich bin ganz schön außer Puste. Ich muss ein bisschen beeilen, aber ich glaube, mehr brauche ich nicht mehr machen, außer das Radio. Das Radio muss ich noch ausbauen. So, der Verstärker, mein Hund mal kaputt geknabbert alles. Alles provisorisch hier festgemacht, weil das alles schon nicht mehr zusammenhielt, diese Stecker. Eigentlich mag ich mich überhaupt nicht vom Caddy trennen. Wir haben echt viele Touren gemacht, viele Lost Place Touren, Overnight. Moin Moin, Servus und Grüß Gott auf meinem Kanal. Und dafür muss der Caddy ja noch richtig ausgebaut werden. Wir wollen 3 Wochen unterwegs aus Schweiz, Österreich ein bisschen abgrasen. Dazu bin ich zu meinem Kumpel hingefahren, Steven. Der hat eine Werkstatt, der ist Hobbyschrauber, hat eine Autobühne und wir haben uns die Sache mal von unten angeschaut. Befinde ich mich bei meinem Kumpel Steven in der Werkstatt und jetzt wollen wir mal ein bisschen nachgucken, was dem Caddy hier fehlt, weil der muss jetzt noch vom TÜV fertig gemacht werden oder ob der überhaupt noch durch den TÜV kommt. Und was sagst du? Alles im Arsch. Alles im Arsch? Alles im Arsch. Die schwarze Liste. Bin wieder weiß. Teuer, oder? Die weiße Liste. Weiß, weiß. Was sagst du denn? Was müssen wir denn alles schweißen? Wasserablauf, Hinterachsanschlag, Hinterachsaufnahmen hinten. Ja. Aber da ist noch einiges zu tun, wa? Müssen wir echt mal überlegen, ob ich den Caddy wirklich behalte. So, er strahlt wieder.
Da haben wir noch ein bisschen Kaffeeverpflegung hier, Wasser, alles was man so braucht, Ladestation hier. Wir hatten eine Panne gehabt, die Antriebswelle ist abgegangen, mitten an der Ampelkreuzung. Dann hat der Blitzi sich unter den Wagen geschmissen, ich habe den Wagen aufgebockt und dann haben wir eben die Antriebswelle wieder reingesteckt und festgeschraubt. Wir haben eben ein bisschen bei den Nachbarn geklingelt und haben Wagenheber und Werkzeug gekriegt von deinem Opa, falls du mein Video sehen solltest. Mega geil. Yo, da fährt das gute Stück wieder. Echt, ne? Blitzi, top Arbeit, ey. Schade, hier wäre es auch schön gewesen, direkt am See. Aber LTE, also weiter geht's. Jetzt würde ich den eigentlich dazu machen. Da ich aber nachher Livestream mache, würde ich mich irgendwie so ein bisschen so hinlegen und dann so mit euch chatten und schreiben. Wie war das jetzt? So? Oh oh, das musste ja natürlich passieren. Oh, Gott sei Dank ist es mir nicht kaputt gegangen. Jetzt könnte ich einmal die Heizung anmachen. Ah, gute Nacht. Ah, geil. So werde ich mich dann heute Abend hinlegen. Ich liebe das. Dafür ist der Caddy da. So, die anderen sind ihren Zelten und Christian schläft auch im Auto. Und ich befinde mich auch in meinem Caddy. Haben wir schon bequem gemacht. Vorhang hier vor. Und ja, ganz normale Bettwäsche von zu Hause. Kein Schlafsack, Kopfkissen. Ja, sieht gemütlich aus. Ist auch ziemlich warm hier drin. Und damit würde ich sagen, die erste Nacht im Caddy wieder in diesem Jahr. Und wir sehen uns morgen früh wieder. Also, bis morgen. Gute Nacht. Dass ich das Ganze jetzt am Caddy festmachen kann, habe ich mir einfach so eine M6-Schraube geschnappt, ein paar Muttern dran gedreht. Und nicht zu vergessen, den Karabinerhaken natürlich noch reinmachen, dass ich die Hängematte befestigen kann. Es wird doch schnell dunkel. Ich hoffe, ihr könnt das alles noch sehen, was ich da gerade mache. Das ist immer das Blöde, so, wenn sich das alles so verheddert. Das Tarp gespannt und jetzt wird der Opa sich mal einmurmeln. Ja, knackt ein bisschen. Muss man echt Vertrauen zu haben. Und, Rambazambi. Ich musste meinen Pullover ausziehen, da kommst du so richtig ins Schwitzen, wenn du das mal aufbaust. Und ich bin jetzt gerade am Überlegen, erstmal eben Kaffee einschenken. Eigentlich habe ich auch kleine Töpfe, aber ist egal, Hauptsache ich kann Kaffee kochen. Ja, eigentlich wollte ich mir damals den Caddy komplett fertig machen, Innenausbau, so richtig campermäßig. Aber ich habe erstmal provisorisch hier eine Sitzbank eingebaut, dass ich überhaupt losfahren kann und irgendwo schlafen kann. Und ja, dazu ist es halt nicht gekommen, weil ich ganz viel immer auf Touren war, keine Zeit gehabt hatte. So, Prost! Der letzte Kaffee mit dir zusammen, Caddy. Und dann gehst du weg. Mal gucken, was mit dir passiert. Vielleicht wirst du ausgeschlachtet, bist wieder woanders im Caddy verbaut. Dann hast du trotzdem noch Power und Let's Urbex Power. War auf jeden Fall schön. Und mein Auto hieß übrigens auch Bärbel. So ein Insider von meiner Frau und mir. Gibt ihr euren Autos auch einen Namen? Oder fällt euch der Abschied auch so schwer wie mir? Könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare schreiben. So, Prost Caddy. Thank you.
echt cool. Auch das Schlafen hinten fand ich super. Hat mich nie in den Stich gelassen. Wurde einmal die Lichtmaschine wurde mal getauscht. Aber sonst echt tolle Karre. Und dafür LKW-Zulassung, sportbillig in den Steuern. Ich habe auf jeden Fall noch das Kabel hier. Das werde ich jetzt noch ausbauen, weil Klaus ist, glaube ich, noch ein bisschen unterwegs. Und das hat auch mal alles Geld gekostet. Und was man hat, hat man. Jetzt kannst du einfach alles ausbauen hier und hinschmeißen. Braucht man sich ja keine Gedanken machen. Kann man alles kaputt machen jetzt. Guck mal, somit habe ich Schinschkabel. Ja, das ist ja noch wie neu. Das habe ich auch erst vor 2 Jahren gekauft oder 2, 3 Jahren. Das kann man ja halt noch benutzen. Also das Set hat 40, 50 Euro gekostet. Da hat man vorne noch eine extra Absicherung, so eine Sicherung vor der Batterie. Und das habe ich auch mal alles selber gelegt hier. Weil Verstärker, ach, das habe ich damals immer schon gemacht. Immer in meinem Polo 86C habe ich das eingebaut. Jedes Auto, was ich hatte, sofort als erstes immer Verstärker, Boxen, ordentlich Musik drin. Muss immer Boom 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 machen oder Bingo Bongo. So, kein Fehlefanz. Einfach abschneiden und rausziehen. Perfekt. Dass ich noch eine Erinnerung an mein Caddy habe, versuche ich mir mal mein Caddy-Schild abzumachen. Perfekt. Was darf nicht fehlen? Klar, das VW-Zeichen. Zack. Wie gesagt, was man hat, hat man. Die Kennzeichenhalterung. Auch extra mal gekauft. Kann man hier auch wieder benutzen. So. Vorne auch noch. Ach nee, das war so ein... Nee, da wollte ich mal neue Kennzeichenhalterung anbauen. Nee, das lasse ich dran. Ah, VW-Zeichen noch mitnehmen. Noch eins. Alles mitnehmen. Gut, ich bin durch, hab alles, ab in die Halle damit. Kommt ja doch was zusammen hier. So, jetzt warte ich auf Klaus und trinke jetzt mal einen Kaffee. Kaffee geht immer. Wie gesagt, ich habe ja ein paar Annoncen bei eBay Kleinanzeiger gefunden. Ich habe mindestens 4 oder 5 Fahrzeuge und heute hat sich auch einer gemeldet, mit dem telefoniere ich heute Abend. Ich hoffe, dass es klappt. Und ja, wie gesagt, ich hatte ja meinen Caddy auch schon mal bei eBay Kleinanzeiger drin gehabt, aber ja, da kamen so viele Nachrichten, weil ich das auch über Let's Urbags von meinem Hauptkanal geschaltet habe. Da habe ich ja mal gesagt im Video, dass ich den bei eBay Kleinanzeiger reinstelle und den Link in der Videobeschreibung packe. Und da haben halt viele auch ja, wegen Autogrammkarten gleich nachgefragt und sowas alles. Total verrückt, eigentlich total bescheuert. Ich hoffe, dass das heute Abend mit dem Fahrzeug klappt, dass wir die Woche schon oder nächste Woche das Auto abholen können. Und dann geht es hier Halligalli in der Halle los. Auto fertig machen, mein zweites Auto. Ich brauche ganz dringend mein zweites Auto. Und vor allen Dingen für die Touren, auch mit dem Schlauchboot, dass ich das mal irgendwo reinpacken kann, auch wieder schlafen kann. Also seid gespannt. Jetzt wollen wir mal den Caddy anspeisen. Mal gucken, ob die Batterie noch voll ist. Caddy fahren.
Klaus kommt, das passt ja. Ich bin sehr traurig, dass mein Caddy verschrotten muss. Echt tolle Touren mitgemacht. Goodbye. Ist das so verrückt, dass man hinter einem Auto so hinterher weint? Ich wollte den ja noch reparieren, Leute, es geht aber nicht. Es war zu viel hinten, leider auch verrostet an der Blattfeder. Das ganze Rahmensystem schon komplett durchlöchert wie so ein Schweizer Käse. Es geht halt nicht mehr. Die Tür klemmt. Ach, der hat schon so viele Macken. Aber ihr habt gesehen, er springt sofort an. Er hat mich nie einen Stich gelassen. Sehr gute Idee, wir bauen die Batterie noch raus. Die ist ja auch noch gut. Oh nee, jetzt fängt das auch wieder an zu regnen. Mann, dieses norddeutsche Wetter. Siehste, habe ich noch eine Batterie. So, würde ich sagen, Abfahrt. Da steht der Twingo, den wir ihm weggebracht haben. Was hätte denn mein Gefühl von? Ist schon ein komisches Gefühl gerade, ja, dass mein Caddy weg ist, aber wenn ein neues Auto kommt, werde ich bestimmt auch coole Touren weitermachen. Goodbye Caddy, mach's gut. So, jetzt geht's wieder ab zur Halle. Jo, darf ich. Darf ich. Und Geld gibt's auch noch. Geil. Ja. Was hast du denn für mich? 42. Oh, das ist für meinen Caddy. Ja. Oh, geil. Dankeschön. Für den Caddy habe ich jetzt 84 Euro Schrottpreis bekommen. Ich habe halt Hälfte gemacht mit Klaus, weil Klaus auch den Trailer ausgeliehen hatte, den Sprit und dass wir ihm das halt zusammen weggebracht haben. Das Einzige, was mich noch am Caddy erinnert, Batterie, Box, Verstärker, VW-Zeichen und mein Caddy-Logo. Das war's. Leute, ich fühle mich jetzt selber nicht. Ich fühle mich irgendwie leer. Es schmerzt. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es euch geht, wenn ihr ein Auto verliert. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Abschalten.